Grüezi, ich bin der Martin. Dir haben mir ein paar Fragen gestellt und die will ich jetzt beantworten. Hallo. Tschiu. Juhu. Wuhu. Was ist das für ein Bullshit? Ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar, erstens, danke vielmals für die ganzen Kommentare. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Zweitens, es haben wir leider nicht gelangt, um alle Fragen zu beantworten. Aber wir machen es ab jetzt so. Falls du weitere Fragen hast, schreib sie hier in den Kommentaren und ich werde sie im nächsten Video brauchen. Fangen wir an mit dem Scheiß. Sag mal, Martin, wie lang ist dein Penis? Das fällt ja schon mega gut an. Was ist das überhaupt für eine Frage? Man soll nicht über so persönliche Sachen im Internet reden. Das haben wir schon als Jugendliche gelernt. Das kann nicht gut rauskommen, wenn man so persönliche Sachen teilt im Netz. Du weißt ja nicht, wer das wie verwendet nachher schlussendlich, oder? Passet auf bei so Zeug, das ist saugefährlich. Und ich meine, am Schluss kommt noch irgend so was in der Presse oder so. Wieso ein Kaktus? Was heisst da ein Kaktus? Es ist nicht nur der Klaus. Es existiert nämlich auch noch seine Frau, die Kiki. Und der gemeinsame Sohn, der Kevin. Es sind drei Kaktus, nicht nur einer. Jo, ciao. Ciao. Martin, wann machen wir ein Kmink-Tutorial? Hey, bitte so bald wie möglich. Es kann nicht sein, dass ich noch nie richtig geschminkt worden bin. Also abgesehen von dem, was mich Andrea da geschminkt hat als Zombie, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Getrocknete Bananen, weil ich Lust hatte. Schau an YouTuber, die englische oder deutsche Videos machen. Wenn ja, wer sind deine Lieblinge? Ich tippe auf Katja Krasavitsch. Ich schaue sehr viele Videos von englischen YouTubern. Bei den Deutschen bin ich jetzt nicht gerade so auf dem Laufenden. Klar, gestern einmal der Unge und der Dena und wie sie alle heißen. Meine Liebling, ich sage jetzt einfach mal drei Stück. Das wäre A, der Comedy Shorts Gamer, B, der John Tron und C, der PewDiePie. Also ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wer die Katja Krasavitsch ist. Aber wir schauen jetzt mal zusammen. Hoi, oi, 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 oi. Alter, was läuft mit der? Die hat ja riesige Schöppe! Messi vielmal! Okay, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich. Kannst du mal ein Fan-Treffen machen in Basel? Also ich weiss jetzt nicht, falls das irgendetwas wäre, wo ein paar Leute würden kommen, dann kann man gerne mal zusammen etwas machen. Wieso nicht? Wirst du ein Fallout 4 Let's Play machen? Also ich habe sicher vor, ein paar Sachen mit Fallout 4 zu machen. Wahrscheinlich aber erst, wenn das Game dann so richtig schön gemoddet ist. Das Problem ist halt, wenn ich ein normales Let's Play mache, dann wäre es irgendwie nicht mehr im Stil von meinem Kanal und das möchte ich halt nicht. Das Game ist der absolute Wahnsinn. Ich bin leider im Moment zeitlich ein bisschen eingeschränkt und bin wegen dem noch nicht so weit gekommen. Aber ich bin mir sicher, es wird garantiert irgendwas mit Fallout 4 kommen. Eine Frage. Hast du nicht mal Lust, im Handstand ein Bier mit einem Röhrli zu trinken? Ja, das ist irgend so eine Verarschung und am Schluss geht es mir dreckig und ich muss kotzen oder irgendetwas. Also ich habe jetzt hier ein Röhrli und ein Bier. Das Problem ist, ich habe gar keinen Handstand. Schau, das Röhrli ist pink. Wenn mich mein Biologieunterricht nicht täuscht, dann funktioniert das schon wegen der Speiseröhre, weil die so Kontraktionen macht. Die heissen im Fachbegriff Spirelli-Bewegungen. Es geht! Ah, mein Kopf! Ah, ah, es fließt alles Blut im Grind. Martin? Hast du eine Spiegelreflexkamera? Nein, leider habe ich keine Spiegelreflexkamera. Ich würde gerne eine haben, aber die Dinger sind gar nicht einmal so billig. Die Kamera, die ich habe, ist irgendwie so eine HD-Ready-Handycam-Dingsbums von Sony, die leider nicht so gute Qualität liefert. Aber ich bin natürlich immer irgendwo am Sparen, um ein besseres Material zu leisten. Schaust du gerade irgendeine Serie und wenn ja, welche?
ich meine eigentlich Game of Thrones, logischerweise. Martin, hast du erwartet, dass sich in knapp 5 Monaten 350 Leute abonnieren? Nein, ich hätte absolut nicht damit gerechnet und ich bin immer noch komplett überwältigt. Ich meine, nur schon 50 Leute, das ist irgendwie einfach unfassbar viel gewesen. Und jetzt sind es 350 und es werden immer ein bisschen mehr. Ich freue mich im Fall echt über jeden einzelnen Abonnent. Ich meine, wenn einer weggeht, dann frage ich mich, hätte ich vielleicht mit den Videos etwas anderes machen oder was? Es ist der absolute Wahnsinn. Ich würde am liebsten jeden einzelnen von euch persönlich kennenlernen und mit euch Bier trinken und was weiß ich was. Martin, was ist dein zweiter Name? Ich heiße Lukas mit zweiten Namen. Kommst du wieder mal in eine Swiss-Info? Lionel. Ich bin in der Swiss-Info, die so spurlos verschwunden ist. Salut zusammen und herzlich willkommen zur 40. Swiss-Info hier auf Ask Switzerland. Sag mal Martin, aus welchem Kanton kommst du eigentlich? Ich komme eigentlich aus dem Wallis, bin dort auch ein bisschen aufgewachsen, aber ich wohne jetzt mittlerweile seit jensten Jahren hier im Kanton Basel. Ciao Martin, Lieblingsmusik? Also ich habe extrem gerne russische Tanzmusik. Was ich nicht gerne zugebe, aber halt Realität ist, Backstreet Boys sind die beste Boygroup ever. Quit playing games with my Hallo Martin, wann kommt wieder mal Skate 3? Mach weiter so, Ali. Hallo Ali, erstens mal danke vielmals, ich gebe mir Mühe, um so weitermachen. Und zweitens, mit Skate ist es halt so. Ich liebe das Game, ich spiele es wirklich gern. Eine Zeit lang habe ich es einfach zu viel gezockt und jetzt habe ich es gerade hier oben gehabt. Aber ich habe vorher gerade gelesen, dass es jetzt scheinbar als HD-Remake auf die Xbox One kommt und dann gibt es garantiert wieder mehr vom Legendator. Warum kannst du so gut schneiden? Ich kann so gut schneiden, weil ich jahrelang geübt habe. Martin, wieso machst du so geile Videos und gibt's wieder mal eine Sexberatung? Merci vielmals fürs Kompliment und ich weiss doch auch nicht. Ich probiere einfach ich selber zu sein und irgendwas zu basteln. Sexberatung kommt sehr bald wieder. Ich habe mir gerade heute Bravo gekauft. Wie viel Zeit investierst du pro Woche in YouTube? Also das ist relativ unterschiedlich, wie viel Zeit ich pro Woche reinstecke. Ich sage jetzt mal, im Schnitt werden es ungefähr 15 Stunden sein. Aber allein für das Q&A hier sind mindestens so 30 Stunden reingeflossen mit Hilfe von ein paar von meinen Kollegen. Bist du schon mal erkannt worden? Ich bin effektiv schon mal erkannt worden, und zwar im Ausgang. Ich war komplett überrascht, habe mich natürlich mega gefreut, aber ich konnte es gar nicht glauben, dass mich jetzt tatsächlich jemand erkennt. Aber es freut mich natürlich hure und wenn ihr mich seht, kommt doch zu mir und sagt Hallo. Es wäre echt ein Hammer, euch eben auch mal kennenzulernen. Martin, geh und Hashtag 246- dir am Lionel seine Fragen auf den Weg. Nice. Wieso regst du dich so viel auf? Also ich weiss auch nicht. Grundsätzlich reg ich mich ja gar nicht so auf. Ich meine, klar, es gibt die Beispiele, wo ich mich irgendwie in etwas reinsteigere, aber das ist auch jedes Mal bei diesen Games, die mich dann halt schlussendlich so richtig zur Weissglut bringen. Entweder ist es bei den unfairen Games, wie bei dem verdammten Unfair Mario, den wir da letztens nochmal zusammen gespielt haben. Oder beim FIFA ist es halt auch so. Aber es ist doch immer das Gleiche, weißt du? Dann spielst du 90 Minuten lang, spielst du verdammt gut, du gibst dir Mühe, du spielst schöne Pässe, du machst wirklich Abseits fallen, setzt sich perfekt um. Und du kriegst am Schluss kein Goal rein, weil was weiß ich was. Hast irgendwie 8 Lattenschüsse und so Bullshit. Und nachher macht der andere Hurensohn in der 92. Minute ein verdammtes Goal rein, weil er irgendwie Glück hat und weil du die Verteidigung 1 Sekunde lang nicht aufpasst. Oder es ist irgendein verdammter Glücksschuss, der dem Goalie durch beide Ohren geht. Schlussendlich musst du dich dann logischerweise mega aufregen, weil das ist auch ein verdammter Fick, weil es ist jedes einzelne Mal so. Ja, und nachher kannst du noch sicher sein, dass du den kleinen Wichser irgendwie übers Netzwerk schreibt oder eine Nachricht so, du bist mega scheiße und so. Und dann gehe ich voll ins Loch, logisch. Aber generell bin ich also eher ein ruhiger Mensch. Sag mal Martin, gehst du amigs ins FCB-Stadion? Ich habe
Ein Jahresabo? Nein, nicht das, sag nicht das! Erstens, spielst du Minecraft? Ich spiele definitiv Minecraft, finde ich ein absolutes Hammer-Game. Ich habe es jetzt halt nicht vor, um es als Let's Play bringen bei mir auf dem Kanal, weil die gleichen Gründe wie bei Fallout 4. Und es gibt auch schon genug Leute, die das machen, auch auf Schweizerdeutsch. Ich denke mal, die machen das schlussendlich auch wesentlich besser als ich. Und ich glaube, ich würde am Ende einfach jedes Mal einen riesen Pimmel bauen, oder? Zweitens, machst du etwas mit anderen YouTubern? Ich mache etwas mit anderen YouTubern, wie zum Beispiel mit dem Ask Switzerland. Ich werde in Zukunft etwas mit der Eileen machen. Ich werde aber auch garantiert mit dem Amos-Zeug machen. Wir haben ja auch schon zusammen ein Video gemacht. Mit Let's Swiss ist auch etwas geplant. Also von dem her, es wird in nächster Zeit einiges kommen. Und drittens, hast du eine Freundin? Ja. Ora, wieso steht ihr so weit von Martin ab? Das ist nämlich noch praktisch. Wir haben einen Nebenjob als Segel auf der Alinghi. What will we do with the drunken sailor? Hi Martin, du sag mal, was schaffst du eigentlich? Also, ich habe die Wirtschaftsmittelschule gemacht, bin eigentlich Kaufmann, habe lange als Kaufmann geschafft, habe mich dann aber entschieden, um noch zu studieren und bin über Berufsmatur, Passerelle, jetzt an der Uni Basel im Geschichte- und Deutschstudium. Was ist dein Lieblingsgame? Mein absolutes Lieblingsgame bis jetzt ist Dark Souls. Ich habe sau lang World of Warcraft gespielt und sage es immer mal wieder. Ich weiss nicht, ich komme einfach von dem Scheiß nicht los. Was für Projekte hast du alles geplant in der nächsten Zeit? Oh je, yeah, Projekt in nächster Zeit. Es ist eben ein paar Sachen mit anderen YouTubern offen. Ich habe ein paar Real-Life-Projekte. Brelegant ist ja jetzt seit neuestem gestartet, wo ich garantiert auch viel Zeit reinstecken werde. Ich habe vor, in Zukunft Livestreams zu machen und mit Abonnenten zu zocken. Es kommt einiges auf euch zu, vielleicht sogar einen zusätzlichen Sendetag, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe, aber das müssen wir halt einfach alles schauen. Jo, und du, ist Andrea eigentlich deine Freundin? Die Andrea kann die Frage, glaube ich, selber beantworten. Nein. Wieso hast du eigentlich mit YouTube angefangen? Mir ist so langweilig. Es passiert nie etwas dahin. Ah! Mir ist so langweilig! Hey Martin, komm in die Socken zusammen! Niemand will mit mir spielen. Hey, I'm getting money. Oh, steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Yeah, I'm getting money, oh. Was planst? Was ist persönlich? Tanz bitte, mach dich bitte zum Hampelmann. Was ich plan, habe ich gesagt, persönlich so, ja, passt. Das mit dem Tanz habe ich, glaube ich, auch erledigt. Und zum Hampelmann mache ich mich immer gern. Bist du eine Meerjungfrau? Das war es von heute. Eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es einfach hier in den Kommentaren und ich werde es im nächsten Video beantworten. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Wieso komme ich nicht vorwärts? Hä? Wieso kommt er nicht vorwärts? Was ist denn da? Ah, ich drücke die falschen Knöpfe. Das sollte länger. Erster Versuch. Leider nicht. Wahrscheinlich musst du nicht mal gumpen. Einfach noch fallen. Nein! So, diesmal funktioniert. Jetzt bin ich schön mit dich zurücklehnen. Das am Schluss ist ja mega scheiße. Ich glaube, dann muss ich noch den Roller loslassen. Vielleicht muss ich noch senften.